Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video bzw. bei meinem Tutorial, bei meinem Anleitungsvideo zu dem Spiel Siedler 2. Ja, in diesem Tutorial möchte ich euch erklären, wie ihr Siedler 2 auf Android-Geräten spielen könnt, auf eurem Smartphone oder eben auf euer Tablet oder sonst was. Was ihr dazu benötigt, sind zweierlei. Ihr braucht das Spiel, ne, den Ordner Siedler 2 als DOS-Version und ihr braucht eine DOS-Box. Hier zum Beispiel, ich nutze die Magic DOS-Box, die nutze ich natürlich als Bezahlversion, weil ich solche Arbeiten gerne unterstütze. Die DOS-Box ist wirklich super und da unterstütze ich den Entwickler natürlich sehr gerne und bezahle dann natürlich in 1, 2, 3 Euro. Ihr könnt natürlich auch eine Free-Version von Magic's DOS-Box herunterladen, um erstmal zu schauen, ob ihr damit was anfangen könnt, ob ihr es hinbekommt, ob die App was für euch ist und ob ihr das Spiel überhaupt zum Laufen bringt. Also ich würde euch empfehlen, erst die Free-Version von Magic DOSBox herunterzuladen und eben dann die Bezahlversion gegebenenfalls, wenn ihr das möchtet. Ja, wenn ihr Siedler 2 heruntergeladen habt auf eurem PC, müsst ihr es natürlich erstmal entpacken. Entweder mit WinRAR oder mit WinZip oder mit irgendwelchen anderen Entpackungsprogrammen. Und dann zieht ihr bitte den entpackten Ordner auf euer Tablet oder eben auf euer Smartphone. Der Inhalt sollte wie folgt aussehen, das seht ihr auch gerade hier. Ihr braucht definitiv in diesem Ordner die S2-Echse, also genau diese hier. Und ihr braucht auch die Setup-Echse, und zwar diese hier. Ja, das ist ganz wichtig, die beiden müssen so viel, also eigentlich sollten alle gewissen Daten und Ordner vorhanden sein, aber ohne diesen beiden Dateien bekommt ihr das Spiel nicht zum Laufen. Also wichtig ist die S2-Echse und die Siedler 2 Setup. Exe. Ja, gut, das wäre es eigentlich schon mal. Dann werden wir jetzt kurz mal das Programm starten. So, Magic DOSBox. Ja, das brauchen wir nicht. Dann geht ihr auf das Pluszeichen, dann klickt ihr auf Neues Spiel. Einen Titel braucht ihr. Ohne Titel kriegt ihr das Ganze nicht zum Laufen. Wie ihr das Spiel nennt, ist völlig egal. Ich nutze immer nur S2 für Siedler 2. Den Rest können wir uns sparen. Dann wählen wir als Hauptprogramm S2-Echse aus und als Setup nehmen wir natürlich die Setup-Echse. So, dann drückt ihr unten auf den grünen Haken. Das mache ich natürlich jetzt nicht, weil ich habe das Spiel ja schon drauf. Und dann sollte das Ganze eigentlich auch schon starten, ungefähr so, wie es jetzt hier tut. Tada, da ist es schon. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr kann ich, oder es bringt eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ich versuche natürlich meine Videos immer so kurz wie möglich zu halten, weil ich genieße auch gerne ein paar Tutorials, aber manche Leute quatschen erst eine halbe Stunde, bevor es losgeht. Da bin ich nochmal kein Fan von. Ich zeige euch nochmal einige Tricks. Und zwar könnt ihr hier die Größe anpassen. So, wir machen Seitenverhältnis anpassen, damit ihr auch eine größere, also ein größeres Display, einen größeren Bildschirm habt. Ihr habt nicht diese schwarzen Ränder rechts und links. Ihr könnt die Maus einstellen. Einmal relativ, absolut und keine Maus. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich bleibe meistens bei relativ. Dann könnt ihr noch die Gesten einstellen. Sprich, wenn ihr lange auf den auf euer Desktop, auf euren Bildschirm drückt, simuliert ihr einen Rechtsklick. Ja, es steht hier Maustaste, rechte Maustaste. Die Millisekunden machen wir ganz nach unten, machen den Haken rein. So, jetzt starten wir mal schnell noch ein Spiel, damit ihr auch seht, was ich meine mit dem Rechtsklick. Ihr könnt noch viel mehr einstellen, aber das sollte ja kein Anleitungsvideo zur Magic DOSBox werden. So, was mir aufgefallen ist, was ich halt nicht so prall finde, aber das ist komplett verschmerzbar. Ihr könnt, wenn ihr jetzt hier lange draufklickt, natürlich den Rechtsklick simulieren, aber ihr seht, es ist sehr hakelig. Also es ist hakt, es ruckelt, es laggt ein bisschen. Aber das ist auch das Einzige, was euch stören wird. Ne? Also das Grundspiel läuft flüssig, das können wir auch mal eben zeigen. Wir machen mal eben hier den Speed nach oben. So, dann wählen wir mal hier, ach komm, wir machen mal einen Brunnen. Wasser braucht man immer, das ist das schöne Lebenselixier. So. Jetzt kommen die kleinen süßen Mannequins raus und ihr seht, es läuft. Es läuft flüssig, es läuft, es stürzt nichts ab. Also mein Game ist noch nicht ein einziges Mal abgestürzt. Und ja, es ist einfach einwandfrei zu spielen. Außer halt, dass es hier beim Scrollen halt mal ein bisschen ruckeln kann. Aber dann müsst ihr halt ein bisschen langsamer scrollen und dann fällt euch das auch überhaupt gar nicht mehr auf. Das war's eigentlich schon. Wenn ihr Fragen habt, gerne ins Kommentarfeld. Ich versuche euch immer zu helfen, das wisst ihr. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bekommt es alles so hin. Ihr werdet mich bei meinem nächsten Video wieder begrüßen. Und ja, einen Daumen nach oben, darüber freue ich mich sowieso immer. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Spielen.
Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Also bis dahin, bye bye.